Hallo und willkommen mal alle. Ich habe jetzt das letzte Video und zum grünen Abschluss von 2013 den Jahresrückblick 2013 Tag. Und also der ist relativ neu und ich habe ihn bei der Nina gesehen und ich wollte ihn jetzt halt auch unbedingt machen, gerade weil ich auch Vorsätze-Video eigentlich machen wollte, aber ich dachte, das mache ich jetzt einfach mit, also so mit rein. Deswegen könnte es auch ein bisschen länger dauern, also nicht wundern. Und ja, ich habe mir auch gedacht, gut, ich sortiere jetzt die Fragen ein bisschen um, damit es ein bisschen besser passt. So, und jetzt fange ich einfach mal an, sonst wird es wieder ewig lang. Frage 1, also ich habe hier einen Zettel, ne? Was war dein schönstes Erlebnis? Ganz ehrlich, das schönste Erlebnis war eigentlich so die letzte Woche 2012, naja, und so Silvester und die ganze Woche danach. Also die erste Woche des Jahres, weil ich war da halt bei meiner besten Freundin und bei meinem damaligen besten Freund, mit dem ich dann so gut wie zusammenkam und das war eigentlich nur wunderschön und die schönste, coolste Silvesterparty, die ich jemals in meinem Leben hatte. Die war bei der Beth und da waren auch noch sehr, sehr viele andere dabei, die ich nicht kannte bis dahin. Hab mich aber auch sehr gut mit denen verstanden und es war einfach super geil dekoriert und es war einfach Wahnsinn. Und ein toller Ausblick aufs Feuerwerk und es war einfach richtig, richtig schön und mit Abstand das schönste Silvester, das ich je hatte. Weil vorher habe ich immer nur mit meinen Eltern gefeiert und das war, naja, langweilig. Und das war halt richtig, richtig, richtig geil. Und die ganze folgende Woche haben wir halt die ganze Zeit was unternommen und war ich halt immer mit meinen Freunden unterwegs, mit neuen Freunden und meinem Freund. Wir waren nie offiziell zusammen, aber ist so gut wie halt. Und das war einfach nur wunderschön. Ich habe gehofft, dass diese Woche einfach nie endet. Sie hat sich auch nicht wiederholt bis jetzt und ja, der Kontakt hat sich leider auch ein bisschen verflüchtigt. Es hatte alles seine Gründe, aber so in Erinnerung daran war das definitiv die schönste Woche und Silvester der schönste Tag dieses Jahres. Aber mit Abstand. Ein weiteres wunderschönes Erlebnis 2013 ist ganz zum Schluss passiert. Und zwar Silvester. Ich habe zum einen meine 600er Marke geknackt, wofür ich euch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ich hätte eigentlich gar nicht mehr gedacht, dass es noch funktioniert. Beim 30. waren es 590 ungefähr. Und es ging dann plötzlich hoch und am 31. 600. Und jetzt haben wir kurz danach und jetzt sind es schon 616. Das ist so krass. Ich möchte euch echt ein großes, großes, großes Dankeschön dafür da lassen. 2. Was war dein schlechtestes Erlebnis? Das schlechteste Erlebnis 2013, muss ich überlegen. Das waren nämlich, glaube ich, drei Sachen. Es war ja eigentlich ein richtiges Horrorjahr. Zum einen war es, ja gut, das ist jetzt ein bisschen sehr privat, möchte ich auch nicht viel drüber reden, die Diagnose einer Krankheit, so gegen Anfang des Jahres, wo ihr dann ja vielleicht mitbekommen habt, dass sehr, sehr wenige Videos kamen und wo ich total fertig war und dauerhaft, ich habe auch immer gesagt, dass ich krank bin, ich war auch krank und mir ging es nicht gut und ich konnte keine Freunde mehr sehen und ich habe sehr drunter gelitten, hatte Depressionen und alles mögliche, ich war einfach nur fertig mit der Welt, hatte dann ja auch Haarausfall noch zusätzlich wegen dem Stress und diese Akne ist wieder ausgebrochen ohne Ende und es war einfach nur furchtbar und ich sah furchtbar aus, so wie ich mich gefühlt habe. Und damit verbunden gab es auch noch einiges an Stress. Und damit verbunden das zweite schreckliche Ereignis, das habt ihr ja mitbekommen, das war kurz vor den Abschlussprüfungen, habe ich erfahren, dass ich nicht übernommen werde, als einzige von 30, 40 Azubis. Wegen einer Abmahnung, die ich dank der Krankheit bekommen habe. Schön. Also, es. Und weil sie mich nicht leiden können, weil eigentlich ist das sowas kein Grund, weil es schon ewig her ist. Aber egal, es hat alles damit zu tun und das war so ziemlich ein Riesenschlag in die Fresse. Ja, und der dritte, letzte schreckliche. Okay, es hat noch zwei schreckliche Erlebnisse. Verdammt. Das andere wäre, als meine Mom ins Koma gefallen ist und wo es hieß, dass sie vielleicht stirbt. Das war so der Schock überhaupt und also das war November, habe ich ja auch erzählt, dass es halt richtig heftig war.
Und ich hatte so Angst um sie, das glaubt ihr gar nicht. Ich meine, ihr geht's jetzt inzwischen besser. Sie kann wieder motzen, ihr geht's wieder besser. Aber trotzdem, das war halt echt krass, wenn dann der Notarzt kommt und die Mutter wirklich wie ein Skelett aussieht, weil sie so runtergehungert ist und dann halt ins Koma gefallen ist und oder sie im Krankenhaus dann zu sehen und so, das ist halt echt heftig. Das heißt, Oktober, November war jetzt nicht so der Burner. Genauso wie das letzte Ereignis, das war direkt an, also nicht direkt an Halloween, zwei Tage später, zweiter Novembertag war die Halloween-Party bei Beth, also genauso wie die Silvester-Party, was das schönste Ereignis war. Und da gab es ja Stress zwischen meinem Ex-Freund und meinem Freund, was gar nicht cool war. Es war wirklich eher so ein Horrortrip. Und es hätte so eine schöne Party werden können. Ich dachte eigentlich, es wird so eine Wiederholung von Silvester, weil die Party damals war richtig, richtig schön, wie gesagt. War es aber leider nicht, das war einfach nur Horror. Ja, das waren so ziemlich die vier schrecklichsten Ereignisse des Jahres. Meines Lebens. Okay, der letzte jetzt vielleicht nicht, aber die anderen drei waren richtig, richtig, richtig heftig. Deswegen ging es mir auch nicht so gut dieses Jahr. Also, bitte verzeiht mir dann Laune und die wenigen Videos, aber mir ging es echt nicht gut. Dann Nummer 3, peinlichstes Erlebnis. Das ist schwer. Mir fällt nur ein Ereignis ein, das extrem peinlich war, was aber noch vom Dezember ist. Und ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Doch, peinlich, oh Gott. Wir waren beim Azubi-Ausflug, das heißt so ein Tag von Sommerferien, also wir haben ja keine Ferien, aber vom Sommerferienbeginn waren wir mit unseren ganzen Azubis und mit den Ausbildern Go-Kart fahren. Also erst waren wir in einem Museum, uninteressant, und dann waren wir halt Go-Kart fahren. Das erste Mal Go-Kart fahren. Und sagen wir so, die ersten Runden war ich eigentlich recht gut für die Mädels, ja. Und ich habe dann so richtig so Adrenalinstoß bekommen und ich fand das voll toll. Das war für mich, als wenn ich Need for Speed fahren würde. Ich habe das gar nicht realisiert, dass ich da fahre, sondern das war wie in einem Videospiel. Nur, dass man halt nicht ganz so leicht lenken konnte, egal. Und dann gab es dann den, ich weiß nicht mehr, wer war denn das? Wer hatte das Ding denn? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall einer der Azubis hatte ein defektes Kart. Die anderen haben sie mich geglaubt, haben ihn ausgelacht. Ha, du fährst doch nur schlecht, das sind alles Ausrede. Ha, ha, ha. Dann hatte ich dieses Kart. Ich hatte es nicht unter Kontrolle. Er ist 1,85, er ist durchtrainiert, er ist ein starker Mann, er kann dieses Ding halten. Ich bin 1,59 und total schwach, ich nicht. Und ich habe dann erst gedacht, sag mal, warum lässt er sich so schlecht lenken? Das kann doch gar nicht sein, das bilde ich mir ein. Vorhin ging es doch auch. Und alle anderen überholen mich. Ich kann auch ein bisschen schneller fahren. Bin ich ein bisschen schneller gefahren und dann habe ich die Kontrolle verloren. Bin so gegen die Wand, weil ich nicht mehr lenken konnte. Und ich dachte in dem Moment noch so, also es war wie Zeitlupe, so, ach verdammt, jetzt fahre ich auch gegen die Bande und wieder runter, wie peinlich. Und dann fliege ich so und ich denke so, okay, Moment mal. Und dann das nächste, was ich weiß, ist, so, ich stütze mich auf den Boden ab und ich merke, wie ich das Kart so in den Rücken kriege und keine Luft mehr kriege. Ich bin dann gerade so noch rausgekommen. Ich habe mich mit dem Ding überschlagen. Und das vor allen. Als Einzige. Das war peinlich. Das war richtig peinlich. Ich habe das ganze Go-Kart geschrottet. Aber es war ja vorher schon Schrott. Ich hatte ja meinen Zeugen, der dann natürlich ganz laut geschrien hat von dem, ich hab's euch doch gesagt. Dann waren die anderen auch leise, nachdem sie gesehen hat, was mit mir passiert ist. Weil ich kann das ja, wie gesagt, nicht so halten wie er. Auf jeden Fall, das war so ein Schockmoment. Mein erster Autounfall sozusagen. Auch wenn es so ein Go-Kart war. Und dieses Go-Kart war ziemlich schwer im Rücken, das sage ich euch. Aber es muss man erstmal schaffen, sich mit dem Go-Kart zu beschlagen. Vor der ganzen Mannschaft und den Chefs. Das krieg auch nur ich hin. Ist ja nicht so, dass ich eh schon auffällig genug bin. Nein, dann überschlage ich mich noch mit dem Go-Kart. Und das zweite peinlichste Erlebnis ist, wie gesagt, vom Dezember. Das war halt da, wo der Philly hier war. In meinem größten Chaos. Und er mit dem Putzfimmel hoch 10. Das war so peinlich. Ich meine, ich weiß ja, dass ich unordentlich bin. Aber jemanden nach 5 Jahren endlich mal wieder zu treffen,
Und sich dann so mit dem Zimmer zu blamieren, das ist dann halt schon bitter. Ich habe mich die ganze Woche geschämt, wenn nicht sogar 2 Wochen. Wenn ich nicht sogar jetzt mich noch schäme. Und ich habe danach ja wirklich fast instant mir Sachen zum Ordnen geholt und Ordner und was weiß ich. Und habe dann hier, wie gesagt, als ich krank war, dann alles mal gerichtet. War dringend nötig, aber das war halt richtig peinlich. Ich weiß, viele sagen jetzt, oh, was ist daran denn peinlich, so ein paar Klamotten. Nein, das sah bei mir wirklich schlimm aus. Und eigentlich wollte ich da nicht mal, ja, wollte ich gar niemanden reinlassen. Nicht mal Kumpels, die es gewöhnt sind oder meinen Freund oder so, sondern niemanden, weil es einfach furchtbar aussah. Und dann kommt er auf die Idee, ach, ich fahre jetzt zu dir, Überraschung, ich will dein Zimmer sehen. Oh Gott, Schock. Ja, das war halt schon ein bisschen scheiße, ne? Also das war schon sehr peinlich in den, ja, das war böse. Viertens, schönstes und hässlichstes Foto. Ich habe generell sehr wenig Fotos gemacht dieses Jahr. Und da blende ich sie euch einfach ein, wenn ich welche finde. So. Wenn ich welche hatte, dann jetzt. Ich weiß ja nicht, welche ich jetzt raussuche. Mal gucken. Dann weiter. 2013 in einem Wort. Ich glaube, ihr könnt es euch denken. Wie nenne ich es? Es könnte man auch 2 Worte nehmen. Entweder Kataklysmus oder einfach nur katastrophal. Oder grauenhaft, schrecklich, die Hölle. Sucht's euch raus. Eins davon. Das passt alles. Es war einfach das schrecklichste Jahr, das ich je hatte. So ziemlich. Nein, es war das schrecklichste Jahr. Es ist eine 13 drin. Normalerweise bringt mir 13 Glück. 2013 nicht. Also, sechste Frage. Liebster YouTuber. Das ist zu schwer. Da muss ich auch mehrere benennen. Einfach so, im Laufe des Jahres hatte ich mehrere Lieblings-YouTuber. Ja, angefangen hat es noch mit der Janina. Also früher Mermaid Barbie, jetzt Holly Jean Harlow, was ich mir immer nicht merken kann, aber ich glaube, das stimmt jetzt. Das war ganz am Anfang und immer mal wieder zwischendurch. Manchmal, weiß nicht, manchmal kann ich ihre Art dann auf die Dauer dann doch nicht mehr so, weil sie ist ja sehr, sehr ruhig. Und das macht mich manchmal wahnsinnig. Und da brauche ich jemand Quirliges zwischendrin und dann wieder ruhig. Aber ich gucke sie jetzt schon seit 2, 3 Jahren durchgehend eigentlich immer und immer wieder, also mit meiner Lieblings-YouTuberin definitiv. Über sie kennengelernt habe ich dann die Alina, also Mia, Clara und ich, die habe ich ja so auch Anfang des Jahres wirklich täglich geguckt, jedes einzelne Video, mehrmals. Also die Frau ist einfach so cool und ich würde sie so gerne mal kennenlernen, weil ich glaube, mit der können wir einfach nur super geil abhängen und oder am besten gleich mit beiden, ja. Und dadurch wieder kennengelernt habe ich Miss Blandiblatt, also Barbara. Und hallo, die Frau ist super geil, ja. Und ja, da habe ich aber wirklich jedes Video gesehen. Ich finde es nur schade, dass sie gerade nicht mehr so viel Zeit hat. Und ja, ich würde so gerne mal nach München fahren. Also halt sie kennenlernen und dann am besten doch die Alina und wenn die Janina noch da wäre. Und das wäre einfach super geil. Das wäre der Wahnsinn. So 3 Lieblings-YouTuber auf einmal. Dann durch sie wieder kennengelernt, habe ich die Icy Blue Eyed, die Izzy, mit der ich mich ja auch schon getroffen habe und die eigentlich inzwischen eine gute Freundin langsam wird. Und ich bin einfach nur mega happy, dass YouTube Freundschaften rausbringt, ja, sozusagen. Und ich hätte sie nie so getroffen und nie kennengelernt wahrscheinlich, außer durch YouTube jetzt. Und da bin ich wahnsinnig froh drüber. Habe ich übrigens auch jedes Video geguckt oder bin dabei immer mal wieder. Das zeigt ja nicht jedes Video an. Da muss ich dann sehe ich, okay, ich habe 3 verpasst, muss ich wieder nachholen und gucken und ja. Und ansonsten, ja, ganz neue Lieblings-YouTuberin ist die Nina Popina. Ich weiß gar nicht mehr, über wen ich sie jetzt gefunden habe, aber irgendwo ist sie aufgetaucht und ich schaue sie auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und das ist auch so jemand, wo ich mir denke, oh, ich hätte die so gerne so als Freundin, die ist so cool drauf, genauso bescheuert wie ich. Das kann ja eigentlich nur passen. Also, ja. Das sind so die Lieblings-YouTuber vom ganzen Jahr.
Also einen daraus zu picken ist echt schwer. Das ist zu schwer. Also, nee, ich bleib einfach dabei bei allen. So. Ja. Fällt mir sonst noch jemand ein? Nein. Weiter geht's. Siebtens, dein liebstes Beauty-Produkt. Das ist schwer, weil ich habe ja. Ich wollte hier an dieser Stelle ja eigentlich meine Jahresfavoriten zeigen. Aber das waren so viele, da habe ich jetzt eine halbe Stunde Video drüber gemacht, separat. Das wäre jetzt hier viel zu lang gewesen. Und daraus jetzt ein Produkt raussuchen. Dann würde ich sagen, boah, das liegt ja hier noch alles vor mir. Dann würde ich sagen, die Bioderma-Reihe. Angeführt von diesem Bioderma Sensebium H2O. Weil dadurch ist meine Haut nach, boah, warte, nach 12 Jahren Kampf gegen die Akne endlich so, dass ich mich vielleicht sogar ungeschminkt aus dem Haus traue. Und das ist wirklich absoluter Rekord. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Oder das letzte Mal mit 10 halt. Seit ich 10 war, habe ich mich nicht mehr ungeschminkt vor die Haustür getraut. Noch nicht mal bis zum Briefkasten. Oder ich habe Freunde draußen stehen lassen, weil ich nicht geschminkt war. Und die konnten dann eine Stunde warten, bis ich geduscht und geschminkt war. Das war halt echt krass. Ich habe mich so geschämt und ich war so unglücklich und habe mich so hässlich gefühlt. Und jetzt halt gerade, wie schon gesagt, Mitte des Jahres, Anfang des Jahres war das ja auch wieder voll ausgebrochen und war voll depressiv wieder und es konnte nicht mehr in den Spiegel gucken und alles. Und Bioderma hat mich da rausgeholt und ich bin so happy gerade mit meiner Haut und also das hat mit mein Leben verändert. Es besiegt gerade den Kampf von 12 Jahren. 12 Jahre habe ich gekämpft und jetzt bin ich zufrieden. Fast. Fast perfekt. Wir wollen es ja nicht übertreiben.